Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier einmal wieder zu For Story in Derion. Ich werde es halt immer so abwechselnd machen, dass ich einmal Derion spiele, solange ich Bock habe, und einmal Valo spiele wolle, solange ich Bock habe. Ich komme auch gleich dazu, was ich sagen wollte. Erstmal akzeptieren wir hier. Wir brauchen ja noch das eine Relikt. Erstmal gucken, haben wir hier noch ein bisschen? Ja, das reicht noch ein bisschen. Was macht unser Inventory? Ist noch ein bisschen Platz dafür. Yep. Also ist noch ein bisschen Platz im Inventory, aber irgendwie kann ich nicht mal weiter rauszoomen. Weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall hatte mich jetzt einer unter meinen Valo-Videos, also das habe ich eindeutig gemerkt, dass das ein Neuling war, na Neuling klingt so, aber jemand, der absolut meinen Kanal noch nicht geguckt hat, ist auch gar nicht schön, ich freue mich drüber, aber der hat immer meinen Valo-Videos gesagt, mach mal lieber Derion und auf Ruma Park, und genau das ist, was ich hier schon über mehr als 600 Folgen mache, da, naja, und dann habe ich gesagt, mach mal, weil, da hat er gesagt, mach mal, weil da sind, da hast du mehr mit PvP und die mit stärkeren Equipment und so weiter und so fort. Naja, was die Sache mit PvP angeht, wirst du bei mir nicht allzu viel Glück haben. Ganz ehrlich, ich will das wirklich nicht nochmal von vorne aufrollen. Guck dir einfach mal meine Videos, da hast du auch noch schön viel Spaß dran. Und guck dir es da einfach mal an. Ich denke, da wirst du sehen, was das alles mit PvP alles auf sich hat. Warum, weshalb ich das absolut nicht gerne mache. Und da fragt sich, warum mach ich... Oh, ich sollte mit diesem aufhören, das ist doof. Alter. Das ist ja absolut eigentlich nicht sonst meine Art. Aber da wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum mache ich dann ein MMO, wenn ich kein PvP machen will. Ja, ganz einfach, weil mir hier so an sich das Ganze, das MMO, so wie das gestaltet ist und alles, macht mir hier unheimlich Spaß. Und bis jetzt, viele sagen, man kommt nicht durch PvP, man kann hier ohne PvP nicht durchkommen. Oder so, aber ich sage klar, habe ich Waffen, Rüstung, habe ich vieles geschenkt bekommen, klar. Will ich gar nicht, also da nochmal vielen, vielen tausend Dank an die Leute, die mir da alles das Zeug geschenkt haben. Ja, machen wir mal vielen Dank für die Gruppe. Da machen wir hier mal in die Gruppe, machen wir einfach mal, ob ihr was anzuzählen ist. XX Geist und Furious Priest, okay. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal fertig mit dem Relikt. Hi! Aber wir machen die halt mal trotzdem noch weiter, auf jeden Fall. Nimmst du auf? Yep! Ah, das sind also welche, die mir auf YouTube folgen. Finde ich natürlich sehr nice. Bin ich gerade nicht drinne. Punkt. An ist er aber. Ja, wie gesagt, also was ich damit meine, an ist er aber. Ich habe eben einen eigenen Teamspeak-Server. Der halt auch wirklich für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Also den könnt ihr gerne benutzen. Die IP weiß ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf. Also für Gäste steht auch, glaube ich, frei. Muss ich nochmal überprüfen, aber ich glaube, da könnt ihr auch eigene Channel erstellen mit Passwort. Es ist bloß eben, Gäste dürfen keine Dateien verschicken.
Aber ich denke mal, das ist klar, warum. Denn, ja, wie gesagt, wenn da illegales Material verschickt wird, dann bin ich dran. Dann bin ich dran. Und das möchte ich dann nicht. So, um reinzugehen, müsste ich jetzt die Aufnahme unterbrechen. Punkt. Unterbrechen. Ich nehme im Voll. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Manche, die nehmen halt auch manchmal nehmen im nicht im Vollbild, aber ich finde es einfach besser, im Vollbild aufzunehmen. Also ja, verfolgt mich doch mal nicht. Manu. Menno, 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 Menno. Also, das ist ja doof. Und jetzt kann ich gerade auch wieder. Ja, komm mal. Kann ich machen. Dann machen wir mal kurz einen Schnitt. Schnippeli schnipp, sag ich dann einfach mal. Nö, Freunde? So, wie ihr das ja eben gerade mitbekommen habt, werde ich jetzt ganz spontan in eine Teamspeak-Aufnahme starten. Ich weiß noch nicht, wo ich das reinwerfe, wie ich das überhaupt schneiden kann. Ich hoffe, es ist einigermaßen in Ordnung. Und auch die Soundquali. Und wir sehen uns dann in der Aufnahme gleich wieder. Nee. 30. Nee. Ach so, nee, ich bin noch in dem. Also ich muss noch ein paar in der Dauerquest fertig machen, dann komme ich gleich zur Ini. Ich brauche halt nur noch. Ach nee, ich habe schon die Relikte, habe ich alle voll. Dann kann ich ja den gleich erstmal abbrechen und dann komme ich in die Ini. Ja, das wird aber schwierig, weil da gibt es viel Vorquests. Dann dauert auch immer noch. Können zu dir rauskommen. Ja, das geht auch. Ich bin nicht weit, ich bin sowieso verreckt. Ah, das ist doof. Na, bist du, wo bist du? Du bist jetzt in Markut, oder? Nee, im Horusland. Ich laufe schon Ach so. zurück. Ach so, wo ist eigentlich die Ini? Ich war bis jetzt, glaube ich, nur einmal drinne. Ist die in Horusland oder wo ist die? Oder was machst du gerade? Ich habe jetzt die Vorquests schwierig gemacht und jetzt bin ich eigentlich schon in der Ring gewesen, aber Ach passt schon. so. Du kannst zum Beispiel Z-J drücken, dann ziehst du deine Quest. Hä? Ich weiß mit J. J, dann ziehst du deine Quest. Und da vielleicht irgendwo da unten oder so, siehst du die höchste Levelanzahl, Level 79 oder sowas. Und dann folgt dir irgendwo, glaube ich, in Brunas Königspalast, wenn ich mich nicht irre. Na, ich hab jetzt nur Dauerquest. Der niedrigste ist bei mir die 79 Jäger des verlorenen Tokamins. Da vorne dran ist so ein Symbol, das ist. Ja, oben sind ja die ganzen Ja, ich hab Hauptquests. ja gerade, ich hab zurzeit keine Hauptquest. Ich hab nur wieder. Ja, dann bist du noch nicht so Ja, ich hoch. bin ja erst Level 80. Ja, dann level ich dich jetzt noch ein bisschen. Ja, na, deswegen mache ich ja hier gerade die ganzen DQs und ich habe ja auch noch die Erfahrungsschokolade. Schokolade. Ja, die geht noch 3 Stunden und die gibt mir immerhin 220 Erfahrungspunkte alle paar Sekunden. Ist nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Habe ich die mal irgendwo gewonnen? Das ist. Also ich weiß, die gilt ja 9 Stunden, aber. Wo die her ist, kann ich dir absolut nicht mehr sagen. Hast du Erfahrungstränke? Ja, habe ich. Gut. Ich habe noch 3 Stück, 120%.
Okay. Ja, ich weiß, es gibt glaube ich auch 200er, aber die hatte ich damals nicht gefunden. Also muss ich mal gucken, aber ich dachte mir, ich mache halt erstmal die 120er alle. Ja, man muss ja auch nicht unnötig Geld ausgeben. Okay, ich komme jetzt zu dir. Wo bist du, Marco, oder? Nee, ich bin jetzt in. Moment. Ich muss mal. Ich bin jetzt in Mihur. Oh, ich komme. Aber noch schnell, ob ich die Missy auch noch hat. Weißt bist du? Ich hab dich jetzt gerade nicht verstanden, da das ist immer noch irgendwie so ein Problem, wenn gerade mein Eisregen kommt, da ist es immer so verdammt laut. So, Okay. aber jetzt kämpfe ich gerade nicht. Was hast du gefragt? Welches Ding bist du? Welche wiederholbare Quest? Welche Ich Dauerquest? mach gerade 82er oder die 80er? 82er. Zeit für Die hatte ich unsere nicht. Rache. Also nee, Relikt des weichen Atems. Das mache ich. Also ich sa ich. Okay, die habe ich auch Ja, noch. ich sammle gerade Relikte. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Ich habe zur Zeit müsste ich 5 haben, ne? 5 oder 6. Okay. Welchen Channel bist du? Ich bin 1. Komm mir gleich. Also, du auch oder soll ich wechseln? Nee, ich Achso, wechsle okay. schon. Ich bin sowieso nur am Anfang. Irgendwie habe ich jetzt auch gerade ein bisschen gepennt. Der hat mich auch schön. Auf dein Ja, Leben. ich habe jetzt gerade ein bisschen geschlafen. Ich laufe bei der nächsten Runde auch nicht. Moment, ah, hier sind noch ein paar Minotauren. Oh, hier nehmen wir mal lieber. Ich müsste mich auch dringend mal wieder buffen. Oh, ach nee, das sind nicht Minotauren, das sind Vollstrecker. Ah, jetzt habe ich sie auch erledigt. Was ich schade finde, dass man dann ab Level 80 keine Skillpunkte mehr bekommt. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, weil ich habe ein bisschen falsch Ja, gespielt, bei mir ist das ich Problem. auch. Ja, man kann ja halt noch Vergessenstränke holen. Aber. Kosten aber auch wieder. Wie bitte? Kosten aber Ja, auch das wieder. ist es ja. Oh, wen brauche ich denn jetzt noch? Mike Battleground gespielt. Hm? Den neuen Mhm. Modus. Findest du den? Battleground selber, ich hab's noch nicht gespielt. Also ich bin nicht so wirklich der Shooter-Fan. Also Doom 3 hat mir doch so. Also ich brauche so ein bisschen eine Story dahinter. Also wie Call of Duty, Battlefield ist einfach nicht so mein Ding. Also ich habe jetzt gerade auch eine Runde Bioshock aufgenommen. Also Bioshock Infinite. Habe ich auch schon geschaut Wie oft. bitte? Habe ich auch schon oft geschaut. Ja, kommt jetzt wieder. Also ich will jetzt eigentlich wieder regelmäßig aufnehmen, aber ich hatte ja jetzt meine Zwischenprüfung. Ich meine, die ist jetzt zwar fertig, aber irgendwie jetzt kurz vor Semesterwechsel wollen natürlich alle nochmal irgendwie Noten reinhaben und so weiter und so fort. Naja. Aber ich sag mal, wir haben jetzt auch schon den neuen Plan bekommen. Da habe ich Freitag immer noch 12:45 Uhr Schluss. Und da habe ich mir jetzt gesagt, da bleibt's Freitag. Und dann machst du Freitag jetzt den Aufnahmemarathon. Und dann kannst du am Wochenende schön rendern, dass ich am Freitag halt die ganzen LPs aufnehme. Und ich habe auch heute schon noch einen kleinen Vlog gedreht.
Und bist du fertig? Was? Womit? Ja, mit der Ich durfte gleich fertig sein.